Ich habe hier heute Queen of Distortion und zwar einmal die Chris und Carsten. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen schauen, wer euch noch nicht kennt, ein paar Sachen über euch und was ihr in der Zwischenzeit, in der Corona-Zeit jetzt gemacht habt und was ihr vorhabt. Insofern legen wir einfach mal mit der ersten Frage los. Wann wurde denn der Hofstaat von dir, von der Queen, gegründet und wie sind die Gefolgsleute zum Hofstaat gekommen? Ja, da gebe ich doch die Frage gleich mal weiter, weil da müssen wir ein wenig weiter ausholen. Bitte schön, der Kerkermeister darf sich äußern. Jetzt bin ich wieder Kerkermeister, ansonsten war ich schon zum Herold befördert. Egal. Nein, eigentlich hat alles angefangen in grauer Vorzeit, aber so weit wollte ich nicht ausholen. Nein, der offizielle Start war 2018, weil 2018 am Anfang, da standen der Thorsten an der Gitarre, der Holger am Schlagzeug und meine Wenigkeit zusammen im Proberaum und wir sagten, wir hätten ganz gerne auch jemanden, der dort vorne das Mikrofon bedient und wir haben halt gesucht und dann haben wir glücklicherweise eine Audienz bei der Queen bekommen, die sich dann zu uns gesellt hat. Und das war Anfang 2018, Januar, Februar, so um den Dreh. Und da haben wir dann den Hofstaat begründet. Aber ihr seid nicht mehr in der Besetzung, in der ihr da am Anfang wart. Da ist noch jemand dazugekommen. Ja, wir haben ein wenig Fluktuation bei uns. Und zum Beispiel Haben die sich nicht benommen? der Booking-Vasall zum Beispiel, der hat ein paar Termine versemmelt und zum Beispiel der Hofnarr zum Beispiel, er hier, hat bei weitem seine Kompetenzen überschritten. Er kam eines Tages zu mir und sagte: Du, ich hab dir eine Ballade komponiert. Ich sag, ey, was Ballade komponiert? Wieso du komponieren? Ich meine, eigentlich war die nicht schlecht, die Ballade, die spielen wir trotzdem. Aber sowas kann ich natürlich nicht durchgehen lassen, also Kopf ab. Und dann dachte ich mir, ach Mist, verdammt, hast du nicht vielleicht doch einen Fehler gemacht? Und ich konnte mich nicht trennen und da ist er jetzt. Die Stelle des Hofnarren ist übrigens vakant, wenn jemand möchte. Bewerbung bitte an mich. Turn and no rebound.
Das war Hellfire von Queen of Distortion und das war eben noch mit Geronimo, richtig? Genau, Geronimo. Und jetzt? Tja, seitdem, also erstmal nochmal wieder zurück, also nachdem Chris dazu kam und den Hofstaat begründet hat, haben wir natürlich auch noch versucht, einen zweiten Gitarristen zu finden. Wir hatten dann ein paar, die kurz kamen und schnell wieder gingen und dann kam der Moment, wo wir ins Studio gegangen sind. Und haben dann unsere EP aufgenommen. Da waren wir nur zu viert, das heißt, wir hatten nur Thorsten als Gitarristen. Und direkt als wir aus dem Studio rauskamen, hat sich dann jemand gemeldet, den wir auch genommen haben. Das war der Geronimo. Und den sieht man hier auch bei Hellfire mit im Video. Also wir haben dann ab dem ersten Auftritt eben mit Geronimo an der Gitarre gespielt. Ja, und vor ungefähr einem Jahr ist es passiert, dass er sich dann doch von uns trennen wollte. Und da kam jetzt glücklicherweise dann der Mike dazu, den wir dann auch noch im Video sehen werden, nehme ich mal an. Nochmal ein Video von euch. Das ist Into the Void. Into the Void! We'll be right back.
into the void. Da habe ich ihn gesehen, den Mike. Genau. Das war letztes Jahr im B58, richtig? Genau, im Dezember. Im Dezember. 2019. 2019, ja. Was hat die Queen dem Volk ansonsten noch an musikalischer Gunst zuteil werden lassen? Immer ich? Ich befördere dich hiermit zum Herold. Ach, jetzt doch wieder. Bitte. Also wir haben bislang eine EP veröffentlicht und haben dann natürlich ein komplettes Programm mittlerweile geschrieben und waren dann gerade im Jahr 2019 doch auf so manchen Bühnen unterwegs. Wir haben ziemlich viel gespielt. In diesem Jahr ist es deutlich weniger geworden, aus, ich fürchte mal, bekannten Gründen. Ihr hattet ja einiges geplant für diesen Sommer, ne? Das ist alles abgesagt. Ja. Wie bei allen. Ja. So sieht's aus. Deswegen sitzen wir auch hier. Und wie kamt ihr auf die Idee, die EP, Live-EP rauszubringen? Ja, das lag jetzt genau daran, an den wenigen Sachen, die wir gemacht haben. Weil wir hatten im Juni dieses Jahres haben wir ein Chorkonzert gemacht. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, per Livestream auf YouTube ein Konzert zu bringen. Und das wurde alles nicht nur live gestreamt, sondern auch aufgezeichnet. Und von diesem Live-Ton haben wir dann auch noch eine Live-EP rausgebracht. Die ist jetzt also fertig und wird zum 1.12. veröffentlicht. Und ich nehme an, wir dürfen uns das jetzt anschauen, richtig? Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Dann. Thank you.
Hellfire beim Chorkonzert. Sehr geil. Habt ihr denn schon neues Material geschmiedet, was dem Volk offenbart wird bald? Durchaus. Aus bekannten Gründen sind wir ja jetzt auch nicht so sehr aus dem Übungsraum rausgekommen. Und wir dachten uns, dann nutzen wir die Zeit doch mal, unseren allerersten Longplayer zu machen. Dafür haben wir halt ein paar Lieder geschrieben und den Longplayer haben wir also dann neulich aufgenommen. Dann sind wir ins Studio gegangen und ja, man darf ihn wahrscheinlich, wie ist das, Anfang des Jahres erwarten, so circa. Ja, Anfang 2021. Das klingt gut. Und wird es eine stilistische Veränderung geben oder ist das so in Richtung der Songs, die ihr auf der EP habt oder mögt ihr noch was dazu sagen? Also ich denke mir mal, jetzt ist es um einiges ausgefeilter. Also wir haben uns deutlich nach vorne entwickelt, gar keine Frage. Schließlich spielen wir ja schon länger zusammen und auch die Zusammenarbeit zwischen Mike und Thorsten hat sehr gut funktioniert. Also die Gitarrenarbeit ist um einiges ausgefeilter jetzt auf diesem Longplayer. Grundsätzlich, aber von der Stilistik her haben wir uns nicht großartig verändert. Es bleibt also immer noch melodiöser Metal mit allen möglichen Einflüssen, die uns gerade so einfallen oder die jeder Einzelne mitbringt. Wenn man in der Musik sehr firm ist, dann hört man auch die einzelnen Einflüsse raus von den Einzelnen, insbesondere wenn man weiß, was der Musikgeschmack des einzelnen Instrumentalisten nun ist, dann hört man auch dessen Stil deutlich am Instrument raus. Aber im Wesentlichen machen wir immer noch denselben Spaß, den man jetzt hier auch sieht. Es bleibt also in der Spur derzeit. Dann dürft ihr gespannt sein und schön fleißig auf Facebook folgen und schauen, wann das Ganze rauskommt. Aber jetzt nochmal zum Chorkonzert. Noch einen dritten Song von euch. Welcher ist das? Das müsste jetzt Hell Inside My Head werden. Hell Inside My Head. Der Hofnarr meinte neulich, er müsse ein ruhiges Stück schreiben. Jetzt ist er leider einen Kopf kürzer. Aber ich konnte mich doch nicht von ihm trennen. Hell inside my head. I was
Hell Inside My Head. Und wie, liebe Queen, kommen die Stücke zustande? Uff, das ist ganz unterschiedlich. Also der ein oder andere kommt zum Beispiel von mir in Kooperation mit Carsten zum Beispiel. Aber ich lasse auch gerne schreiben. Und das ist dann wirklich in der Regel auch Carsten. Ein Stück hat Mike auch komponiert. Genau, und das sind so die Sachen, die dann wirklich auch auf der neuen LP zu hören sind. Und woher kommen die Inspirationen? Musikalisch und textlich auch? Von oben. Da möchte ich mal mit Pratchett sprechen. Also es gibt überall Inspirationspartikel, die um einen herumschwirren und die einen manchmal treffen. Und da ist es dann passiert. Und dann kommt eine Idee daher und sie erleuchtet einen von innen und man sagt sich dann, oh, das möchte ich gerne in einen musikalischen Output verpacken und dann macht man das halt. Tja, also bei mir sind es oft tatsächlich auch persönliche Sachen. Es sind sehr persönliche Lieder, wo ich also quasi mein Innerstes nach außen kehre. Mache ich sonst nicht so oft. Das ist doch die perfekte Chance, das in Songtitel, also in Songtext zu fassen und so allerdings zu präsentieren. Ja, das ist aber grundsätzlich bei uns der Fall. Also die ganzen Songs, die sind immer sehr persönlich und sie haben immer was mit der eigenen Sichtweise zu tun. Streckenweise etwas gesellschaftskritisch, streckenweise geht es um Beziehungen, um Emotionen. Aber es hat immer einen sehr starken persönlichen Bezug. Ich denke, dass der eine oder andere der Zuhörer sich dann auch damit identifizieren kann. Man ist ja normalerweise Mensch und kann Gefühle von anderen sehr wohl teilen. So ist das. Und wenn man die Queen nicht kennt, was sollte man sich als erstes musikalisches Werk anhören? Rise. Rise. Würde ich auch sagen. Born in the basement of life, took the stay in the dark.
weiß auch, warum das der Song ist. Hier haben eben alle mitgesungen. Alle. Alle, genau. Ja. Den hört man und singt spontan mit. Ja, der Hofnarr ist ein bisschen stumm geworden. Aber ja, das wird schwierig, dass der noch mitsingt. Aber er ist zumindest immer mit dabei. Er ist immer mit dabei. Ja. Wie wichtig ist für euch der öffentliche Auftritt und wie verträgt die Queen die momentane Situation, also die Queen und ihr Hofstaat? Ja, also eigentlich sind Live-Konzerte für uns so wichtig. Ganz, ganz, ganz extrem wichtig. Aber ich sag mal so, wir leiden jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir jetzt ja an der LP gearbeitet haben. Es war tatsächlich auch ironischerweise dieses Jahr geplant, etwas kürzer zu treten, eben wegen der LP, das Vorbereiten und so weiter und so weiter. Und trotzdem fehlen uns die Live-Konzerte ganz extrem, das Publikum fehlt uns, obwohl das Chorkonzert also wirklich eine so interessante und super tolle Erfahrung war. Also für mich war das komplett neu, wirklich da zu stehen und niemand ist da, aber trotzdem ein ganzes Konzert zu spielen. Aber ja, es fehlt. Und wir hoffen, ihr fehlt den Fans bestimmt auch. Ja, beim Chorkonzert hatten wir wenigstens die Möglichkeit mit dem Live-Chat. Das war ja schon ganz lustig. Das war eine ganz andere Erfahrung. Dann hast du dann auf einmal die Namen gelesen, die du ansonsten dann auch von den Konzerten kanntest. Und dann, ach Mensch, die sind auch da, die sind auch da. Das war schon ganz toll. Ja, die stellen sich bei uns mal namentlich vor, bevor sie rein dürfen. Nicht ja, alle. Du musst das auch genehmigen, ne? Natürlich. Wir schauen jetzt noch mal ein paar Fotos von euch an. Vielleicht mögt ihr dazu was sagen, wo das war. Wir gucken. Ah ja, B58, das erste Konzert mit Mike. Das war Chabreu. Chabreu, genau. Ja. Genau, das ist noch mit Geronimo. Und ja, das Chabreu. Ja, ja. Das. Auch? Ja. Oh, guck mal, es sieht so aus, als wenn ich Geronimo in der Nase bohre. Ist ja komisch. Nicht ganz. Das war B58, der zweite Gig mit Mike. Hui. Ja, viel Haare vom Thorsten. Ne? Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Oh ja, das. Holger guckt richtig böse. Das war in Sölde. Auf dem Open Air. Das war unser allererster Auftritt in Braunschweig, im BS Süd. Da haben wir nur diese zwei schwarz-weiß Fotos von. Ach. Oh, das war mit D-Wall zusammen. Ja. In Basinghausen. Basinghausen, genau. Das war wieder Sölde. Das war Schuntille, Headbanging for Christmas. Das war unser erster Auftritt im B58. Genau, das ist auch B58. Geronimo. Genau. Das waren sie schon. Das waren sie schon, die Fotos. Ein schöner Einblick. Ein schneller Durchlauf. Queen of Distortion live auf der Bühne, hoffentlich bald wieder. Gibt es denn Anekdoten vom öffentlichen Hofverhalten zu berichten? Nö. Wir glaube, das stimmt nicht ganz, oder? Wir sind brav. Wir sind brav. Ich habe mir Saufen abgewöhnt. Ja, ich meine, manche Sachen passieren halt manchmal, die wirklich so unfreiwillig merkwürdig sind. Zum Beispiel bei dem Chorkonzert, also vor dem Chorkonzert. Da war man noch so am Abchecken und dann hörte ich, da läuft das Intro. Ne? Und ich war irgendwie noch gar nicht so ganz fertig und ich war noch am Lippenstift machen. Und ich hörte dieses Intro und dachte mir, um Gottes Willen. Jetzt geht das los. Und dann habe ich mich so dermaßen vermalt da. Und ich dachte jetzt, ach du Schreck, jetzt kommst du irgendwie sowas von völlig zu spät und alles wartet auf dich. Aber das war ja nur der Probedurchlauf. Also ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt für nix, für niente, für null. Naja, und aufs Klo musste ich außerdem, aber das hatte sich dann eher erledigt. Ja, sowas passiert. Ich glaube, wir haben noch einige Outtakes von euch. Die Outtakes, ja, die sind von den Dreharbeiten zu Helen's Side. Also bei Helen's Side haben wir auch ein kleines Studio-Video gemacht, was auch auf YouTube läuft. Das war so ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken. Jetzt keine Konzerte und man möchte ja den Fans auch noch ein bisschen was geben. Und durch die Studiozeit sind wir natürlich auch wieder nicht so richtig präsent. Und da haben wir halt das Video zu Helen's Side gemacht. Und ja, da sind dann so ein paar Sachen bei übergeblieben. Und da habe ich dann einfach mal so ein paar sekündigen Outtake-Trailer zugeschnitten. Musik.
hattet Spaß, das kann man sehen. Ja, wir sind nicht immer ganz so doll cool. Wir haben auch manchmal ein bisschen Fun zusammen. Ja, das kommt mal vor. Echt? Man hätte gar nicht vermutet, dass der Hofnarr dafür sein Leben lassen musste, wenn ihr doch auch Spaß habt. Es ist immer die Frage, wie man das Ganze der Queen serviert. Ob man seinen Kopf behalten kann und wie wehrhaft man selbst ist. Was habt ihr vor? Ich habe vor, wie üblich, mich zu verteidigen, damit mein Kopf nicht von den Schultern rollt. Okay, aber ihr wollt euch auch nicht gegenseitig umbringen, richtig? Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Also manchmal befördere ich die Leute natürlich zum Hofnarr, nehme sie dann aber wieder zurück, die Beförderung. Ich meine, Assisten zum Beispiel sind ja so schwer zu kriegen. Das stimmt. Welche Pläne hat die Queen für die Zukunft? Laut, lauter, am lautesten. Und endlich wieder live auftreten irgendwann, ne? Das ist gar keine Frage. Ja, möglichst bald dann auch die neue CD rausbringen. Ja, genau, darauf ein Stößchen. Lass dich nicht lumpen, hoch den Humpen. Also wenn ihr mehr von Queen of Distortion noch sehen wollt, bis dahin auf jeden Fall auch den YouTube-Kanal anschauen, auf Facebook folgen. Genau, also die Pläne für die Zukunft, möglichst bald die CD rausbringen und dann natürlich wieder live spielen. Wir haben auch, was natürlich noch im Moment geheim ist, ein kleines Making-of-Video aus dem Studio gedreht, was dann natürlich passend, wenn denn die CD erscheint, auch mit veröffentlicht wird. Also wollte ich mal sagen, freut euch drauf. Aber bis dahin müssen wir natürlich noch warten, bis das Material rauskommt. Ja, und dann, so wie es da ist, spätestens dann live wieder auf die Bühne und das neue Material präsentieren. Dann noch einmal anstoßen, oder? Auf die neue Scheibe und auf eure Zukunft. Auf die Zukunft. Das unentdeckte Land.